Moin Moin YouTube und Moin Moin Twitch und herzlich willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Master Duel Stream. Nicht mehr die Free-to-Play-Challenge, die haben wir beim letzten Mal abgeschlossen, aber die wird halt nahtlos anknüpfen an das N-R-Festival. Sprich, wir spielen nur mit Normal Rares und Rares, wie man es nennt. Und wir haben bei der letzten Free-to-Play-Challenge schon ein bisschen angefangen, um das Deck zu bauen. Wir haben uns jetzt mal was Witziges ausgedacht, ja, mit Metal Foes und irgendwie Vanilla Turbo. Schauen wir mal, ob das so klappen wird. Also wie es verstanden habe, läuft ja schon seit 2 Stunden hier die Challenge zu unserer Zeit. Und wir werden jetzt erstmal das Deck finalisieren. Ich habe mir abseits von dem Stream jetzt keine Gedanken drüber gemacht, in welche Richtung ich da gehen will. Aber ich glaube, das wird so ein Vanilla Turbo, das ein bisschen extra Deck theoretisch machen kann. Dot Deck. Wenn man das so nennen kann. Switchen wir mal hier auf die Master Duel Ansicht. Und gehen in Master Duel. Und steigen ein. Heute natürlich wieder aus dem hübschen Wintergarten. Bei noch angenehmen 25 Grad im Wintergarten oder 24? Das wird in der Stunde wahrscheinlich bei 30 hier sein. So, Seltenheit N. Boah, ganz schön viele Minuses. N und R und N und R und N und R. Das Tolle ist, diesmal brauchen wir halt nichts an Gems zu opfern für das Event. Weil wir haben so viele Points, die wir noch umdingsen können. Haben wir noch zusätzliche Karten, die wir noch wegballern können? Ne, wir haben schon alles weggeballert, okay. So, wir hatten ja die Idee mit Metal Force und dem ganzen Kram. Phantasma Spiral. Das klingt interesting. Die war, glaube ich, auch ganz cool. Die haben wir schon reingetan. Das war mit dem Annullieren. Das war die Schusskarte. Ah ja, das war die, die einen Specialt aus dem Deck. Warte mal, die Specialt beide? Interesting. Durch Kampf zerstört. Und das ist wie ein Kampfschaden. Mhm. Da steht explizit Effektmonster drauf, ne? Effektmonster. Das heißt, Nicht-Effektmonster können wir noch beschwören. Und davon hat ja auch das Deck welche. Was sehr, sehr geil ist. Das einzige Problem ist, dass man die nur ein normales Monster ausrüsten kann, ne? Genau, die kann man dann nicht an die Fusionsmonster ranheften. Was macht die? Oh, Denel Yu-Gi-Oh! Vielen Dank für dein Abo. Moin. Ja, ist ja alles on demand da. Könnt ihr euch das später nachholen. Falls der Gegner Karten in seiner Hand hat, wirft er eine Karte ab. Keine Ahnung, ich weiß nicht, welche davon cool sind. Ich nehme mal von jeder Equip, glaube ich, eine einfach. Wir müssen gleich noch die Ratios anpassen von den Metal Force Anyways. Den spielt man eh nicht auf 3 eigentlich, glaube ich. Und den muss ich mir nochmal durchlesen. Ich glaube, die war kacke. Genau, die war kacke. Oh, das war sogar eine Alternate Wind Condition. Lol. Wahrscheinlich spielen wir dann einen davon. Ist ein bisschen schade, dass wir den nicht pendeln können. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und ja, Metal Force müssen wir angucken gleich. Ich wollte einmal Metallfose. Die haben ja
Orikalk, aber die haben ja auch. Habe ich irgend noch einen Filter drin hier? Nee, achso, ich seh dich einfach nicht da. Wir haben Crimsonit und Adamanta, was ziemlich geil ist, weil das nicht Effektmonster ist. Das heißt, wir dürfen trotzdem unsere Effekte nutzen von unseren Metal Force und können immer noch für die fusionieren, selbst wenn wir Pazifis nutzen. Weil das sind keine Effektmonster. Das ist ja cool. Nicht True Draco Metal Force oder Metal. Nö, wir spielen die Idee, die wir letztes Mal hatten. Da waren noch nicht mehr Metal Force, glaube ich, auf dem Tacho von den meisten Spielern. Aber wir spielen das ja nicht normal, wir spielen das ja nicht pur. Wir spielen ja Metal Force zusammen mit Phantasma Spiral. Das wird ein interessanter Mix werden. Und ich finde das eigentlich sehr cool, dass wir halt diese Möglichkeit haben, dafür fusionieren zu können. Natürlich mit Trillium und so und Co. sind halt auch nice. Orikalk ist, glaube ich, nicht so geil, ne? Der macht doppelten durchschlagenden Kampfschaden und das war's. Das ist halt eine Wall, theoretisch. Muss ich mir gleich nochmal durchlesen. Wir haben ja noch die Parametalphose-Fusion. Die habe ich noch nicht mal rausgeholt. Weiß nicht, ob man die dann auf 1 spielt. Aber man kann sie eh suchen. Weil die ist halt cool, weil damit kann man im gegnerischen Spiel sogar auch beschwören. So, was macht der Boy hier? Okay, der Pendeleffekt ist der gleiche wie bei allen anderen auch. Der klingt für mich wie eine One-Off oder... Wenn überhaupt, den finde ich ja echt wahr. Du musst ja erstmal das Setup haben. Wenn du das Setup nicht hast, also wenn du vorher schon aufgehalten wirst, dass du oben nicht raufkriegst. Boah, da Maximum One spiele ich davon, wenn überhaupt. Orkust. Ah, cool. Ich frag mich, was spielt man dann extra technisch? Spielt man. Weil. Nur das sind ja schon Effektmonster, so. Und man muss aufpassen mit Pazifis, wenn man da irgendwas davon nutzen will. Kann man denn da nicht searchen? Electromite. Stimmt, es gibt Electromite, oder? Oder? Aber der ist glaube ich, Ultra Rare oder so. Ne? Das wär witzig. Stimmt, Electromite hat ja einen Archetype. Das hier. Aber den können wir leider nicht spielen. Wir haben den noch hier, though. Den habe ich noch nicht angeguckt gehabt. Kann man wieder rebornen. Das ist ein Metal Foes. Braucht aber auch Metal Foes. Die kann man halt wegschießen. Und wenn man wegschießt, kann man noch eine schießen. Um ihn zu specialen. Glaube ich okay, den kann man auch spielen. Ich weiß ja noch überhaupt nicht die Ratios. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich wahrscheinlich alle Vanillas von denen spiele. Und der ist halt cool, weil er eine Endphase sucht. So. Wir können ja auch. Das ist auch interesting. Wir könnten sogar Pazifis schießen, wenn wir Bock drauf haben. World Legacy Survivor. Überlebende. What is this? Ach so, weil die mild oder was?
Ein schnelleres Nägelwachsnest, ja. Genau, oder da so noch links. Ja gut, das könnte man mit Lightsworn spielen, wenn man, wie heißt der, Judgment Dragon spielen kann. Ist auch interesting. Ich frage mich halt, was gibt es so an Removal neben den Phantasma-Spiralkram, der available ist? Wir haben mystische Raumtaifune wahrscheinlich. Weil Zwillingstwister ist ja, glaube ich, super rare. Ne? Und der normale Twister, den gibt es natürlich. Mit einem Raumtaifun als Option, als generische Mode. Und wahrscheinlich Blitzeinschlag. Das wäre so generisches Removal. Frage ist, braucht man das? Gibt es irgendeinen Stunt-Kram schon? Olenoides und so, da kommen wir gleich nochmal zu den ganzen Palios, weil die will ich halt auch theoretisch spielen, weil die sehr geil harmonieren damit. Die Frage ist halt, ob man das hier spielen möchte. Damit kann man halt schneller in die Metal Force kommen. In den großen. Ob man dann jetzt aber drei spielt, sei jetzt mal dahingestellt, weil man hat ja nur ihn als Target. Alle anderen sind ja halt niedriger. Als Stufe 5. Weil bei den Palios ist es halt so, ich muss gleich mal gucken, kann man noch in irgendwas Sinnvolles linken? Vielleicht Mr. Boy oder so. Palio, ja, das wird anders geschrieben im Deutschen. Palio. Weil wir haben ja den Kram noch aus unserem letzten Festival-Deck. Das wäre witzig, wenn wir in jedem Festival was aus dem alten Deck mitnehmen können. Time Lords. Ja, so MST braucht man nicht unbedingt, wenn man halt Olenoides hat. Das Coole ist ja auch, dass die halt auch Vanilla sind auf dem Spielfeld und das dann halt helfen kann mit dem anderen Kram. Ich pack mal zwei Oleos rein. Ich frag mich halt, ob ich den überhaupt spielen will. Weil er halt einfach kein Vanilla ist. Und sein Effekt bringt mir gar nichts. Außer das hier. Und das Ding ist halt, die sind alle nicht once per turn hier unten. Das heißt, man kann eh machen, was man will. Und das klingt eher nach einem Brick. Der sieht besser aus. Also in der Variante, wenn man richtig spielen kann. Strickscharf. Was passiert nochmal? Fusion? Was war nochmal der Zusatzeffekt auf Fusion? Special Summoners from Grave? Ja. Okay, gut. Im Pendeldeck muss man schon overlayen dafür. Weil ich will auch, Paleo. Ich finde ihn auch charmant. Kanadier ist auch ganz nice. Und, Kunst des Beschwörers, weiß ich nicht, ob man drei davon spielen will. Ob das nicht ein bit too much ist. Metal Force kann man sowieso mehr als 40 Karten spielen, wenn man Bock hat. Weil die so konsistent sind. Und wir haben halt ja auch noch eine langsame Kunst des Beschwörers quasi. Das Ding ist halt, wir haben nicht die coole permanente Falle, mit der hätte man halt noch mehr Spaß haben können. Chalice klingt interesting. Ich schmeiß die einfach mal mit rein erstmal. Zwei Stück. Extra Deck-technisch ist halt die Frage. Man könnte halt sehr viele Nicht-Effekt-Monster im Extra-Deck tun. Von jedem Rang. Zum Beispiel vom 3er-Rang könnte man spielen. Vom 4er-Rang könnte man Vanilla spielen. Vielleicht vom 7. Gibt es einen 7er, der keinen Effekt hat? Ich weiß, dass es einen 8er gibt. Oder gibt es einen 8er? Ja. Kann man überhaupt auf Nicht-Effekt suchen?
Natürlich nicht, kann man nicht Effektmonster suchen. Nicht suchen. That's a joy. Vielleicht will ich. Ich gucke erstmal im Xyz Pool. Was habe ich da noch für Filter drin? Es gibt keine. Vierer? Also ich muss das mal suchen. Okay. Wir müssen die gucken, die keinen Effekttext haben. Zum Beispiel der hier. Das wäre, glaube ich, der stärkste Vierer Vanille. Es sei denn, man möchte drei Materials benutzen. Bei den Dreiern gibt's doch auch noch. Gab es doch auch einen, oder nicht? Anscheinend keiner, der eine Normal oder eine Rare ist. Krass. Es gibt keinen Nicht-Effekt-Dreier? Ich bin impressed. Ich bin sehr impressed. Dann 7. Oh, ich habe Xyz abgewählt. Sorry. Gibt's auch nicht. Krass. Nur Rang 4er. Das ist krass, da hat Konami noch sehr viel Potenzial nach oben. Einiges zu tun. Link-technisch haben wir aber ja Lanze Phyronix oder wie der heißt. Geh mal auf Link. Der müsste doch bestimmt auch normal sein. Den hier nicht? Nicht? Ist denn eine Super Rare oder so? What the hell? Geil. Es gibt noch Traffic Ghost. Den Traffic Ghost. Vielleicht gibt es den ja wenigstens als Link 3er. Der ist ganz gut für Pendel übrigens. Hier in dem Format, weil dann kriegt man halt extra viele Link-Pfeile, mit denen man halt dann richtig viel aus dem Extra-Deck feuern kann. Der ist tatsächlich nicht schlecht. Ausnahmsweise mal. Der ist aber auch super rare, oder was? Are you serious? Wow. Gibt es einen Link 4er, der keinen Effekt hat? Der ist ultra rare, hat sogar eine Animation. Holy smokes. Gibt es einen 4er Non-Effekt? Anscheinend nicht. Okay, gut. Dann gucken wir mal. So, wir hatten ja Paleo. Da gibt's nichts außer Traps nur noch. Okay. Und Mr. Boy ist auch super rare anscheinend, oder was? Nice. Wow, muss ich doch alles einfach mit Metal Force zuknallen? Also natürlich kann ich jegliche gute... Exiton ist natürlich auch banned. Der wäre interesting, aber den können wir nicht machen. Alle Booster und Link-Charmer, ja. Ich würde eher Code-Talker spielen. Das ist deine Präferenz. Du willst Code-Talker spielen. Ich möchte gerne tatsächlich Metal Force spielen, weil ich finde das eigentlich sehr charmant. Weil Metal Force habe ich noch nie so richtig gespielt, außer einmal mit Zodiacs. Reisender Tribut ist rare. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Removal ich spielen will. Weil das Ding ist halt, du willst ja immer ein Feld haben mit dem Deck. Moment. Habe ich die Combination übersehen? Ich dachte, die ist nicht drin. Wait, what happened?
Combination ist ja doch da. Ich dachte, die wäre super rare. Habe ich das mal übersehen? What the hell? Wow. Ich habe die Combination einfach übersehen. Soll ich dir kurz eine der drei Top-Tier-Metal-Force-Varianten aufschreiben? Nein, wir bauen unser Deck so, als wüssten wir nicht, was die anderen spielen. Das geht ja darum, dass wir unser eigenes Deck bauen. Und wir haben das Deck mit dem Deck ja schon angefangen, noch bevor überhaupt jemand Metal-Force auf den Kopf hatte. So, ja geil, wir haben Combination. nein, wir brauchen keine Decklisten. Wir sind ja keine Netdecker. Ja, spielen wir drei davon auf jeden Fall. Oder? Spielt man drei davon oder spielt man weniger? Horn of Heaven klingt saftig, ja. Ich glaube, das braucht man. Ich glaube, da wird... Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall tun wir dann nochmal noch einen davon und noch einen davon rein. Die Feedspell war scheiße, glaube ich. Bauerbaboon, das ist ja der Klassiker. Den hat man früher dann 2-3 geholt, ist für einen Voker gegangen. Und dann ging es ab in die Zodiac-Kombos. ich will gerne eine Vanilla-Variante eher spielen. Deswegen ist Bauerbaboon eher nicht so saftig. Gott, mein Eis schmilzt richtig hart hier. Noch wieder drauf? Der Landwurm ist auch keine kommen, okay. Und du keine Spielmarken kontrollierst. Wow. Achso, das ist wegen der Spielmarke. Okay. Das Dark Arm Dixies. Oh, vielen Dank fürs Abo, Torun. Finsterer. Hier gibt es keinen Dark Arm. die finde ich cool. Ich weiß nicht. Will ich drei oder will ich einfach zwei spielen? Ich glaube, mit zwei kommt man auch gut klar, weil man setzt die ja eh aus dem Deck. Wir haben noch die Combinations. Die spielt man normalerweise aber auch auf zwei in dem Deck und nicht auf drei, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben Parametal Foes. Ich sehe hier keine Xyz. Weiß nicht, wie der Dark Armed heißt. Dunkler? Dunkler gibt es eine Menge, glaube ich. Nö. Chat weiß nicht, wie er heißt. Ja, Dark Armed of Dragon of Annihilation. Das bringt mir hier nichts im Deutschen. Spielt man drei oder spielt man zwei einfach spielen? Finsterer bewaffneter Drache. Ja, das Ding kennen wir ja. Ich glaube, ich nehme eine raus. Und dann könnte man halt noch ein paar generische
Oh, Rank. Warte mal. Gibt's ein Vanilla Rank 2? Oder gibt es nur ein Rank 4 und sonst nichts? Ja, nicht dunkel. Kann Ketchup nicht direkt angreifen oder so? Nee. Ist auch keine Vanillas. Ja gut, dann was kann man noch so als Utility reintun? Lanfeorhynchus ist leider eine Super Rare. Finsterwaffe. Ach so, ich bin jetzt auch auf dem Filter. Chat ist manchmal auch. What is this? Ach, da ist er jetzt. Okay. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich dafür ein finsternes Monster in den Grave kriege. Der ist dann einfach nur ein Beatstick. 76. What is this? What is Gradiele? What? Ist die aus Number Hunters oder so? What is this? I don't know. Gucken wir doch mal, was im Rank 4 Pool denn so drin ist. Und im. Was haben wir denn hier? Wir haben Wichsen. Ja, hat er gesagt. Black Ship of Corn, Classic. Heartland Draco kann wenigstens direkt angreifen. Das wär für die Memes. Ist aber auch schon eigentlich mit die beste Rank 4, die man hier hat. Also die ist auch ganz gut. Zodiacs helfen halt nicht, wenn man kein Trident hat. Der ist auch ganz cool eigentlich. Okay. Da gibt es einen richtig guten Pool. Was gibt es bei den Dreiern? Gigabrillant für ein bisschen Push. Das könnte geil für OTKs sein. War der direkt angreifen kann? Ne, der macht Burn Damage. Ich liebe aber Monster, die direkt angreifen können. Bei den dreien war das, glaube ich, ein anderes Monster. Natürlich war es ein anderes Monster. Obviously. Das ist kein Link 3er. Oder Rank 3. Der ist okay. Der ist lustig. Aber ich will irgendwas Offensives lieber haben. Der ist ganz okay. Ich glaube, Gigabrillant ist schon nice. Wow, Gigabrillant habe ich schon seit 2012 nicht mehr gesehen oder so. Eine Vortex Engine, ein Absolut und ein Vortex. Was ist ein Absolut? Absolut Wodka? Guck mal in den 7er Pool. Boah, als ob ich das in das wandeln will. Suchen wir uns noch ein 2er raus. Wir sollten uns alle Optionen frei halten. Sogar Gachi ist nicht dabei. Das ist so. So cute, Boss. Der macht einen Spieltoken. Also, wir brauchen hier was für Ungeheuer, ne? Was sind die, diesen Psychics, ne? Oh, nee. Emergency Teleport ist safe nicht hier, oder? Dass ich den aus dem Deck holen kann. Oder die beiden aus dem Deck holen kann. Italy ist doch safe eine Ultra Rare. Boah, das ist doch alles Trash. Der war, glaube ich, ganz okay, oder? Der konnte irgendwas auf 0 setzen. Der war, glaube ich, auch ganz okay, weil er 2 TK hat. Nehmen wir den mal rein. Ach so, Order ist. Lautlose Ehre Arc.
Der ist doch auch nicht da, oder nicht? Oder habe ich den übersehen? Habe ich den übersehen? Nee, A gibt's nicht. A gibt's nicht. Es gibt, wenn nur Black Ship of Corn für Cent. dann so, packe ich mir wahrscheinlich einfach nochmal Mithrilium rein. Warum nicht Donnerfunkendrache? Der braucht halt drei Materials, oder braucht mehr? Er braucht mehr als drei, glaube ich, ne? Er kann ja so viele nehmen, wie er will. Das Problem ist halt, wir haben nur drei Monster, die auf Stufe 4 sind, also. Die Engine da wird etwas klein sein. Falscher Filter. Vielleicht tue ich noch ein Amalgamel rein. Und Mithrilium einfach. So, und dann haben wir zwei von den Vanillas, unser Bossmonster. Und dann können wir jetzt eine Runde craften, glaube ich. Gucken wir nochmal kurz den Donnerfunken uns an. Finde ich auch geil, dass man den genau nur mit 3 machen darf, aber dann hat er einen Effekt für 5. Das heißt, jetzt muss man über andere Wege da ranhängen. Wow. Okay. Ich würde jetzt sagen, wir craften und wir probieren einfach mal. Ich weiß nicht. Ach ja, warte mal. Wolfer Teleport ist doch nicht da, oder? Nee, das wird dumm. Ich glaube, ich nehme eine davon raus und behalte eine hiervon. Und dann haben wir. Damit kann ich auch theoretisch Phantasma Spiraldrache suchen, ne? Ja, wenn ich es möchte. Dann craften wir uns mal hier. 3 davon. Mal sehen, ob wir was Cooles kriegen. Nee. Wahrscheinlich würden wir nicht einen mit einem coolen Finish kriegen, sage ich euch. Nope. Oh, es ist schön, einfach mal diese ganzen Craft Points wegzuhauen. Das Monster Terraforming Planet Pathfinder. Wofür? Ich habe keine Field Spell. Achso, doch, wir haben Umi. Pathfinder geht sogar. Planetenerkunder? Oder Kundschafter? Sogar auf 1. Das Ding ist halt. Kann man den Effekt nicht benutzen? Nee. Nee. Craften wir uns den hier. Kommt schon, einen Royal Finish. So. Ich kenne mich halt mit Phantasma Spiral selbst nicht sehr viel aus. Ich habe ein paar Mal dagegen gespielt, 2012 oder so. Wie viel brauchen wir davon? Ein. Deswegen, da muss ich mich ein bisschen reingrinden wieder. Dann nehmen wir dreimal die Field Spell noch dazu. Alles basic, Alter. Was ist denn los? Wir brauchen noch 2 davon. Ach, da steht sogar Anzahl im Besitz. Brauche ich gar nicht nachgucken. Noch eine Combination. Dann machen wir uns 2 Adamante. Zwei Crimsonit. Ein Logos. Na, Logos. Ein Giga Brillant. Alles basic. Aber nicht komplett ist unser Deck basic, weil wir ein paar Sachen ja in cool gezogen. Master of Blades, Alter. What the hell. Egal, whatever. Alter, wir haben immer noch so viele Punkte. Wir könnten noch so 3-4 Decks zusammenbauen, wenn wir Bock hätten. Uiuiui. Das ist ja echt. Na gut. Ja, dann haben wir unser Deck. Und, probieren wir es mal aus, I guess. Das Event Seltenheit N und R Festival Space hat begonnen. Du lehr dich im Verwendung und halte Medaillen. Je mehr Medaillen du sammelst, desto mehr tolle Belohnungen kannst du dir holen. Okay.
Das war nur lesen, oder was? Ich dachte, du verlinkst mich da. Dann halt nicht. Exhibition. Duelle sind nur für die Dauer des Events verfügbar. Spätere Duelle ziehen nicht. Okay, sure. Was sind eigentlich die Leidecks, die es da gibt? Blitz und Donner im hohen Norden. Okay. Bisschen die bewaffneten Drachen. Verbunden durch die Leidenschaft für Karten. Warrior.deck. Verwickeltes Falkennest. Iron Chain? Iron Chain mit freaking Cyframe. What the hell? I guess. Moin. Ja, wir machen Twitch seit Anfang des Jahres wieder ein bisschen länger. Wir machen aber eigentlich Twitch seit 2015. In sehr unregelmäßigen Abständen. Platin 1 gegen Platin 1. Hat hier nicht viel zu bedeuten. Wir probieren es mal als Erster. Wir sind immer going first. Deck mal schauen, ob das funktioniert oder nicht. Okay, neue Frames haben wir nicht verloren bisher. Okay, wir haben den Griff. Wir haben Counter. Wir können leider halt das. Also wir könnten theoretisch Pazifis wegschießen, was aber irgendwie sinnlos wäre. Weil wir haben nicht genug Fusion Material. Die hat gesagt, wir spielen Pazifis aus. Und beschwören Goldfahrer. Nutzen den Effekt von Pazifis. Und holen uns wahrscheinlich Schlacht, weil die beste ist. Den Griff rüsten wir dann damit aus. Ihn. Selfman ist wieder da in dem Event. Aber ich dachte, die haben so viele Burn-Karten gehittet jetzt. So. Ich würde den Counter und den Olenoides setzen. Gibt es überhaupt Mass Backrow Removal? Ich glaube nicht, ne? Aber die behalte ich halt in der Hand, weil die kann man auch aus der Hand aktivieren, solange man Omi kontrolliert, ne? Genau. Und die Counter ist geil, wenn er den entsorgt, dann holen wir uns einfach 9. Mal gucken, unser Goldfahrer ist ein guter Junge über 2-4. what the hell? Dagegen kann ich nichts machen. Das ist ein OTK-Deck, oder was? Moment, ich könnte hier was aktivieren können. Okay, den hätte ich immer benutzen können. Der bringt sich jetzt auch selbst um. Wow. Toll, jetzt haben wir ein cooles Deck und machen coole Kombos und der Gegner burnt sich aber selbst weg. Aber ich dachte, jetzt gibt es keine Points mehr dafür. Oder wenig Points. Ja. Ich krieg 2 Draws, ne? Wow. Toll, geile Interaktion. Er will während seiner Standby-Phase sterben. Das werde ich ihm nicht gönnen. Wir machen jetzt wieder den Anti-Troll. Wir machen es mega entspannt, Leute. Und wir gucken einfach zu,
Wir rage darüber, dass er so eine scheiß Taktik spielt. Oh, Dragon Draw. Wie schlecht ist das denn? Ich chill jetzt einfach. Der kann ewig drauf warten, dass er verliert. Er kriegt von mir keine Medaillen, er muss aufgeben. Ansonsten drehe ich die gleich alle in Death. Ich werde noch einen Metal Force Counter wahrscheinlich setzen. Ich würde schön seine Zeit wasten. Ich muss halt ein bisschen immer warten, weil theoretisch kann ich ja verlieren, weil ich keine Aktion gemacht habe. Aber ich werde ihn schön ärgern. Hat er verdient, definitiv. Wer so einen Müll spielt, wird geärgert. Ich möchte, dass sie aufgeben. So, dann drehen wir mal in Dev. Oh, chillen uns noch eine Bude. Dann können wir gleich noch den Kanadier setten und dann passen wir den Turn. Der denkt sich auch so, Alter, hör auf, gib auf, Mann. Du kriegst nicht easy Medaillen, Bruder. So, wir brauchen noch einen Platz über natürlich, damit wir die aktivieren können. Der regt sich safe auf. Safe. Dann gehen wir in die Battle Phase. Dann denkt ihr, jetzt wird es richtig krass werden. Du kriegst so einfach Punkte, mein Freund. So einfach. Aber weißt du, ich habe Angst. Vielleicht hat der ja einen Gorz oder so. Ich wette, weil der sich die ganze Zeit dreht, das heißt, er regt sich auf. Heute ist schon geiles Wetter. Ja. Möchtest du nicht aufgeben? Nicht? Ach, jetzt gehen wir mal ab. Wir haben ihn schon 3 Minuten gekostet. Oh, bis ich draw, war die noch ein bisschen. Achso, das. Geht das gar nicht von der Zeit ab, der Draw? Wie geil ist das denn? Das heißt, wir können hier noch mehr ärgern, indem wir einfach nicht drawen. Oder länger brauchen. Oh, nice, Metamorphose Stahl. Mist, ich habe meine Pendel Scales zugemacht. Oder darauf muss ich achten in den nächsten Duellen. Meine Scales, Bro. Ich kann die weglinken für Amalgam, wenn ich will. Wenn ich Bock hab. Ja, also ein bisschen Nacken dehnen, ein bisschen Wasser auffüllen, so die wichtigen Dinge. Ich werde mir gleich noch eine Mandarine schälen. Für den guten Herrn hier. Damit er sich nie wieder traut, so eine Scheiße zu spielen. Mandarinen sind toll. Da spielt mein Gegner gerade Wild Heart Beatdown, einfach Duel Links. Geil. Ich glaube, der sollte langsam realisieren, dass er keine Medaillen hier bei mir kriegt. Es sei denn, er will ordentlich Zeit wasten. Dann wäre er schneller mit einem richtigen Deck gewesen. Oh, ich gebe mal ab. Ich weiß nicht, ob ich angreifen möchte. Ich glaube nicht. Ich fühle mich so eigentlich ziemlich sicher. Null Medaillen für unseren Gegner.
Mr. Godhunter X. So läuft das. Das war Platin 1, ja. 500 Medaillen. Sauberer Sieg. Gibt's, nee, diesmal gibt's keine besonderen Booster. Es gibt einfach nur Legacy Packs, nachdem man, ich glaube, 10 erreicht hat oder 11. Es gibt noch extra Gems. So, und ich muss jetzt aufpassen, ich darf nicht links und rechts meine Pendle Scales wasten. Da muss man aufpassen in dieser Variante. Vielleicht gehen wir jetzt mal ein normales Duell. Wäre doch mal was. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Zuschauer sind um die Uhrzeit heute. Das ist schon krass. Einfach mittags. Oder morgens, Mittwoch. Oh, nice. Field Spell. Metal Foes. Sind das beides Low Skills? Nee. Oh. Pendulum Scale? Das heißt, wir können Goldfahrer normeln, wegballern. Das muss ja eine offene Karte sein, ne? Genau. Dann können wir den wieder zurückpendeln. Will ich jetzt Counter haben? Ja. Pendel beschwören sie. Dumme Verletzung. Ah, Homeoffice, ja. The good old Homeoffice. Ich überlege gerade. Ich kann ja auch aus dem Extra-Deck und Feld mit Parametal-Force fusionieren, ne? Ich schieße mir mal die Scale weg. Und hier ist mal kurz gucken. Hand deiner Spielfeldseite und oder von deinem Extra-Deck. Das heißt, wir könnten die im nächsten Spielzug benutzen. Die kann ich halt nicht. Ich könnte auch Combination holen. Combination ist, glaube ich, auch ganz gut. Das hätten wir so. Und dann geben wir an den Gegner ab. Gott. Hier mit dem fetten Anhänger. Wir haben jetzt nicht viel Verteidigung. Wir haben einen Spell-Trap-Schuss. Und Schuss. Ach krass, die können sich aus dem Grave banishen. Boah, die sind echt nice. Oh wow. Vom Rollo K.O.'d. Ist auch gut. Oha. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Set 5. Was
kann man denn alles mit Skystriker hier spielen? Welche Karten kann man denn spielen? Welche sind ra- Widow Anchor kannst du doch bestimmt auch nicht spielen, oder nicht? Will ich die loswerden? Das Ding ist halt, ich habe eben eine Extra-Monster-Zone. Das heißt, das ist schon interesting. Die kann sich aus dem Grave holen dafür. Ich glaube, ich will die aber loswerden. Weil ich will nicht, dass der ein Monster macht. Okay. In der Endphase aktivieren wir Metal Force Combination, dass wir die schon mal haben. Und aktivieren unseren Olenoides und targeten random eine der Karten. Dann machen wir die da. Ich habe ja keine Magnites, jetzt ist mir das egal mit den Spalten. Michisure! Bra! Das Ding ist halt, er tatsächlich Rose. Das heißt, ich darf nicht meinen Goldfahrer ballern. Nee, der Effekt funktioniert nicht. Mit dem, dass du annullieren kannst, weil die haben alle keine Effekte. Okay. Also ich kann die jetzt ja wegschießen. Um mir Metal Force zu holen. Mal gucken, was er noch hat. Kann ja noch einiges dabei sein. Das macht Kraft nochmal. Oh! Interesting! Ich kann mein Olenoides unchain. Natürlich möchte ich mein Olenoides unchain. Das heißt, er spielt auch so eine Trap-Variante. Packen wir mal hier hin. Passiv ist es dann AD. Das wäre auch durch Karteneffekt. Alter, das sackt. Weil ich den jetzt in extra Monster tun. Ich will ihm nicht die gratis Rose geben. Aber ich kann von Hand und extra Deck. Das geht auch. Dann nehme ich die Parametal Force Fusion. Weil wir kriegen ja jetzt nochmal einen Metal Force in die Hand, dann kann ich von Hand und Extra Deck direkt fusionieren. Mal sehen, ob er sowas wie TT spielt. Wird ihm nichts bringen, weil wir pendeln dann wieder zurück einfach. Kann jetzt sein Olenoides rausholen, wenn er will. Okay, das heißt, er hat kein TT wahrscheinlich, sonst würde er den nicht rausholen. Oder er hat Bock. Wir haben in der Scale einen Goldfahrer. Goldfahrer ist Scale 1. Wir brauchen eine High Scale, also entweder Stahlen. Achso, wir specialen aus dem Deck. Dann können wir Wolfflame auch holen. Der ist halt ein dicker Beatstick. So, wie war das mit Michisure nochmal? Viel, das zerstört er. Sogar während des Damage Steps. Das ist auch eine High Scale, ne? Mhm. Dann kann man halt Fusionsmaterial zum Beispiel benutzen. Falls alle Monster, die du kontrollierst, normale Monster sind. Ich darf die nicht mal aktivieren, wenn ich mein Nicht-Effekt-Monster-Special. Krass.
Dilly. Gehe ich jetzt einfach mal erstmal in die Battle Phase? Oder gehe ich für ein Mithrilium? Und damit könnte ich den zurückbouncen und dann wird er zurück auf die Hand gegeben und das heißt, er banished sich. Ich frage mich halt, ob er Mirror Forces in diesem ganzen Kram spielt, weil dann will ich die lieber vielleicht noch erstmal behalten. Ich gehe erstmal in die Battle Phase. Mal gucken, was er hat. Lost Wind. Krass. Ist sogar ein legitimes Target. Muss nicht mein Fake-Monster sein. Mhm. Okay, er hatte nichts Wirkliches. Ich glaube, den spiele ich dann lieber in die Pendelskala aus, bevor ich hier für irgendwas fusioniere. Weil der ist mit zu viel Backrow. Wenn er keine Backrow hätte, hätte ich ja easy rumfusioniert und OTK gemacht. Aber solange der da 10.000 Backrow hat, habe ich darauf eigentlich keinen Bock. Ich glaube, ich schieße mal nur. Wollflamme weg, damit ich meine Scales behalte. Hab hier eh gratis bekommen. So, und dann haben wir jetzt eine Combination. Und die wir dann mit der Parametal Force Fusion nutzen könnten. Und dann gebe ich erstmal den ab. Kann ich nochmal recyceln? Können wir nochmal die Stahlen schnappen? Mega, gewonnen. Okay, ich merke, das Extra-Deck beißt sich wirklich schon ein bisschen so mit der Strategie. Das heißt, die Spelltraps kann man gar nicht benutzen, selbst wenn man nicht Effektmonster kontrolliert. Das ist ja. Gut, aber für OTK kann man damit immer gehen. Oder halt allgemein einfach mal fürs Extra-Deck gehen zu können, wenn man möchte.